Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panikuzentrum mit einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed Unity. Wir sind bei 9% Gesamtfortschritt. Hey, wir haben ungefähr ein Zehntel des Fortschritts. Ja. Dann gucken wir mal, wie es heute in dieser Aufnahme weitergeht. Was wir heute so alles Schönes finden in Paris oder wo auch immer. Ja, doch Paris. Muss ich mal gerade niesen. Ich entschuldige mich. Aber dann kann man wenigstens so durch diese supergeile Nieserei ein bisschen die, ach, wer weiß, die Ladezeit ein bisschen verkürzen. So. Dann gehen wir mal weiter zur, upala, gehen wir mal weiter zur Mission. Also zum nächsten Missionsziel. Was auch immer das jetzt sein wird. Da kommen wir ja gerade noch an einer Schatztruhe vorbei. Was ist denn hier? Interagieren? Was? Ist das ein Witz? Das ist viel zu schnell? Das kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Das ist zu schnell. Das ist... Nee. Gut, dann hebe ich mir lieber die Dietriche auf. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt besser wäre. Also wenn ich das hier... Na egal. Wenn ich das besser erlernt hätte, dann könnte ich vielleicht besser Schlösser knacken. Ui, mir ist ja viel Zeug. Ach, Trainingsraum ist das. Clubsaal? Wo muss ich denn überhaupt hin? Jetzt mal so blöde Frage. Oh, ist die Stadt riesig. Ganz dahinter. Was? Die Stadt ist riesig. Wow. Okay. Interessant. Hier, das ist unser Café. Oh, hallo. Hier ist ja ordentlich was los in meinem Café. Was ist das? Achso, meine Kontakte. Ich habe jemanden eingestellt, wusste ich gar nicht. Kann ich nicht, habe ich schon. Wie kostet die 1000? Wie war ich? 2000. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Stand da nicht was von Fassade? Bin ich jetzt ganz bescheuert? Fassade, jo. Oh. Okay. Wo ist denn, wo ist meine Maus? Also, meine Pfeiltasten. 15.000, okay. Gut, 3 von 5, dann... Gut. Ich bin froh, das zu hören. Dann geh jetzt besser wieder an die Arbeit. Mach weiter. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Ei, ich dachte, das wäre meine Kammer hier. Ja, wo ist denn meine Kammer, Kollege? Ich dachte, das wäre meine Kammer. Ach, vielleicht unten. Was ist denn das hier eigentlich für ein Abstellraum? Die haben die ja freigeräumt, den Raum, aber... Gehe ich mal hier hinter... Zu den Brunnen. Unruhen im Cours du Miracle? Was kommt als nächstes? Okay. Das hier wohl ein Geschäft.
Oder war mal so eine? Eins? Für euch. Er liegt Ja, in ja, eurer ja, ja. Kammer. Wenn ich erst mal wüsste, wo meine Kammer wäre. Was bist du so guter Laune? Ach, nur so. Ich mag dieses Lied einfach. Hör auf damit. Es irritiert mich. Lieber so mal eine saure Jungfer sein. Wie war das? Oh, das war hart. Schotzfeier. Obere Stockwerke, was haben wir hier? Die dürften ja Kammer der Andenken. Kann ich da nichts machen? Nö. Was ist das? Kammer der Ausrüstungsstatue? Der Level dieser Statue schwanger Ausrüstung jetzt nur. Was? Ups, nee, ich wollte echt nur hier raus. Ja, okay. Details schließen. Ah, eh, okay. Jo, ich habe keine Ahnung. Wir gucken hier einfach mal ein bisschen. Einzelspieler andenken. Kann man der andenken, ja. Das könnte mein Zimmer sein. Anus Zimmer. Ich habe ein Bett. Ich habe. Oh, was ist jetzt los? Anus Brief. Ah, Briefe von Elise. V. Brief lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Jetzt bin ich gerade ein bisschen schockiert, weil wie und ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Weil dieser Brief ist ja eigentlich schon alt. Weil es ist ja mittlerweile, was ist? Rang ausblenden, anpacken. Aha. Da kann ich wohl ein paar Sachen ändern. Weil. Oh, coole Sache. Hey, das ist echt cool gemacht, finde ich. Nee, hier. Kann ich mit dir reden? Nö. Hallo. Also ich glaube, das nee. Komm ich da runter? Oh, cool. Also ich glaube, das nächste Geld. Könnt ihr mal wachen stehen? Ja. Das nächste Geld, was ich bekommen werde. Wenn ich genug Geld habe, werde ich. Komm sofort zurück! Dieb, Elender! Haltet den Dieb auf! Wenn ich den nächsten. Ce n'était pas moi. Je le jure sur mon âme. Ja, 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 aber kann ich dich denn. Ja. Schade, ich wollte echt das Geld jetzt haben. Gut, da kann ich eh nicht hin. Ich werde, denke ich mal, das Café hier ein bisschen renovieren. Ich denke, das könnte eigentlich ganz schön werden. Dann werde ich vielleicht in diesem Let's Play hier mal ein bisschen länger. Ja, ein bisschen mehr machen als nur Missionen. Also mehr als nur die Hauptstory. Nach Versailles reisen. Warte mal, nach Versailles?
Venetre de Paris. Port Sein. Luxemburg. La Bifre. Le Bif. Paris Justiz. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Le Louvre. Venetre de Paris. Schnellreise. Da kann ich. Okay, also es gibt Schnellallee. F3 als Mission. Schwierigkeit. Alles. Naja, machen wir so. Wie kann ich da hin? Wo bin ich denn gerade? Ich sehe mich nicht. Achso, da bin ich. Kokade. Naja, egal. Da muss ich da wohl doch hinlaufen. Ich bin gerade. Oder vielleicht auch nicht. Was haben wir denn hier? Eine Truhe direkt an meinem Café. Die ist noch mir. Edwards Assassinenmontur. Was? Edward war der Pirat. Achso, das ist, das kann ich machen, wegen mal, weil ich das Add-on habe. Upsa. Okay. Habe ich da schon einen Witternbrief? Scheinbar. Egal. Hör mir zu. Ich sagte, ich will alles für ihn. Hörst du dich, ja? Raus! Gut, 4 von 5. Um eine Belohnung zu erhalten, muss ich noch eine machen. Geh mal weg, ich will den ausrauben. So kann ich gar nicht ausrauben, okay. Gut, dann eben nicht, würde ich mal so behaupten. So, jetzt bräuchte ich hier ein... Ja, jetzt muss ich mal ein paar Adler aus... Adlerposten nehmen. Adlerausschauer oder wie auch immer, wie die heißen. Todessprünge. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Damit ich hier mal ein bisschen... Fort mit euch. Damit ich hier mal ein bisschen der... Damit ich hier mal ein bisschen der Karte bekomme. Weg mit euch. Hier ist eine Gaststätte. Hallo. Wen habe ich da? Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr 2 heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Was? Ja, klar. Ach gut, jetzt mache ich das sogar. Oh, okay. Gut, dann müssen wir mal Richtung Notre Dame. Und dann muss ich da jetzt 2 Kelche stehlen. Damit ich irgendeinem Kult beitreten kann, scheinbar. Ach so, das war... Ja, egal. Oh. Wo geht's hier lang? Ist so dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Moment, kann ich da nicht mit Schwung? Ja, genau. Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Ich bin auf jeden Fall unter Notre Dame, also unter der Kathedrale. Also es ist ja bekannt geschichtlich, dass... Oh. Zwei Zahnräder fehlen. Ich muss Zahnräder finden. Oh, was ist denn da drin? Kann ich ranzoomen? Nee, kann ich nicht.
Ey, da ist ein Mensch. Hallo. Gut, naja, dann eben nicht. Ah, die sind über mir. Es ist ja bekannt, dass, was? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Oh, da war was. Kann ich da nicht drauf drücken? Ah, nee. Schade. Es ist ja bekannt, dass unter Paris sind ja riesige Katakomben. Das ist ja bekannt. Oh. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Oh nee, ich will hoch. Was machen die hier? Was machten die hier, Kollegen? Was ist denn das? Hier ist noch eine Kirche. Was machen die denn hier? Naja, egal. Dann sollen die da mal... Achso, die verbrennen hier Sachen. Das ist natürlich... Das ist sinnvoll, ne? Das ist eine gute Aufgabe. Da. Ah, hallo. Hallo? Das sind zwei Leute. Oh, da sind noch mehr. Und da ist eine Alarmglocke. Das sind vier mindestens. Da steht scheinbar ein Priester. Ich bin gerade am Überlegen. Nicht so laut! Okay. Das war Nummer Uno. Naja, da bleibe ich diesmal hier. Jetzt singe die da, oder was? Okay. Mist. Nein, der schießt! Lass mich dahin, will ich. Was? Nee, mir gehen nicht die Fluchtwege aus. Ich bin jetzt schon fertig. Tschüss. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn dieses Fenster hier immer offen bliebe. Denn dadurch könnte ich immer wieder nach Notre Dame rein. Und ich denke, ich müsste da wahrscheinlich noch öfters rein. Jo, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt, dass ich jetzt hier diese Mission mache. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Aber ich finde die Häuser sehen, ich mag das ja, wenn die so in dem Stil sind. In diesem alten Baustil. Alle, ja. Dann gehen wir hier mal runter.
Okay, hallo. So, dann gehen wir hier mal gucken, was der mir jetzt bringt. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet, der Vater des Verstehens. Okay. Er gab Geld und ich darf jetzt dahin, aber was genau mir das bringt, keine Ahnung.